Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS 15 Multiplayer Let's Play auf der am Waldkater Map. Mit dabei ist der Christian. Hallo. So, wir sammeln hier die Grasballen ein. Wir wollten erst mit den Silageballen anfangen, aber der Ladewagen erkennt die nicht. Der, ich sag jetzt mal, der Autostack. Der erkennt die Silageballen leider nicht. Das heißt, wir müssen die so später zusammensetzen, aufstapeln und einsammeln. Ja. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Haben wir jetzt halt gemacht. Fertig. Nicht anders geht, geht's halt nicht. So ist es. Müssen wir halt nur gucken, ob wir das mit dem Ladewagen machen können oder ob wir uns so speziell extra einer holen müssen für die Silageballe. Das wäre natürlich doof. Wenn wir nehmen den Flachbrettanhänger drauf, vom BM-Modding. Gehen die da drauf. Entweder das oder ich hab mal so kleiner Fliegel gehabt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So silberner, wo er hohe Bordwand hat und er flache. Oh ja. Muss man halt mal gucken, was man nimmt, ziehen wir dann. Aber waren an dem Ball war nicht Gurte dran gewesen? Ja, Vorgänger, ja. Am Vorgänger, gell? An dem nicht mehr. Nee, nee. Ich denke mal nicht, wie gesagt, ich hab's privat auch ausprobiert und ich habe auch die Gurte nicht gefunden, wie keine Ahnung, geschaut haben. Ja, aber Gurte. Ich sieht okay gut. Nee. Weiß jetzt auch nicht, ob die noch kommen am Schluss, ob man da noch was drücken kann oder. Wirklich, ja. Das wäre cool, wenn man hingehen kann und kann die selber befestigen, ne? Wenn man drauf drückt. Mal schnell die zwei gleich mit, bevor wir die vergessen da weg. Ballen abladen. Fertig. Jawohl. Und jetzt War der letzte. würde ich sagen, dann nimmst du die Pressfahrstelle in den Hof und ich weiß nicht, was du machen willst. Willst du den Frontlader nehmen und willst was sind die Bunga-Kippe? Ne, Bunga. Nimmst du da den Hänger mit? Und machst nur voll und kippst in die Futterlagerin die Silage oder was? Ja, das kann ich machen. Oder was wir auch kaufen können, wir kaufen uns das Förderband, oder? Haben wir das drin? Glaub nicht. Müssen wir gerade mal gucken. Ja. Das wäre natürlich optimal, ne? Soll ich so am Viehhof abstellen, die Presse oder auf dem Haupthof? Den ich am Haupthof abstelle, weil, wie gesagt, wir müssen wir immer extra an den Viehhof fahren, die Presse holen. Gut. Ich fahre die da jetzt da an den Viehhof, die Grasballe, und die nächste fahre ich hoch bei die Schweine. Also mal gucken, wenn es irgendwann mal genug, wenn wir irgendwann mal genug Geld haben, vielleicht noch so ein kleiner, noch ein kleiner Schlepper geholt für ober bei die Schweine hier zu stellen. Ein Ja. Frontlader mit Ballegabelwäsche. Brauchst du nicht überall hier zu fahren, ich mach an jedem kleinen Hof hast du kleiner Schlepper. Falsch. Die hast du dem Dorf im Steffen hast du die du an die Ding abgestellt, oder? Was dann? Die Balle. Ja, ne, war an die Seite, ich nicht der Halter.
So, neben die Halle platziert, ne? Ja, genau. Gut. Dann setze ich sie nämlich Auto gerade wieder ab. Das kriegt man irgendwie angezeigt, glaube ich, gell? Abladeseite. Wenn ich B drücke. Gut. Und jetzt O. Einfach genial. Stehen einwandfrei. So, dann fahren wir wieder auf die Wiese. Wenn jetzt Oktober wäre, würde ich sagen, wir gehen auf die Wiesen. Ja. Aber leider nichts trinke, sondern wir müssen was schaffen. Das ist auch okay. Zu Dank war das jetzt nicht allzu weit. Ich bin für hoch bei die Schweine ist es weiter. War schon auf der Kerscherplatz hier. Ja, habe ich schon letztes Mal gekauft. Konnte es einfach nicht mehr sehen. Viel zu dreckig das Ding. Ja. Ist hier eine Scheihe an den Stelle oder der Hebe, wo der freie Platz ist? Oh, platzieren, stellen irgendwo hier, ist egal. So. Frontlader Bulldog haben wir hier, so. Ah, Schaufel brauchst du, gell? Hm. Na, ich kauf gerade eine. Steht am Hof. Ach, auf dem beim Händler. Gut, Muss eh wollen wir fast auch. die Richtung. Denn wir brauchen schon nichts. Aber machen wir hier schon dran. Jetzt nicht optimal, dass wir das Band drin hätten, ne? Das Band Ja. drauf, Hänger voll gemacht, wäre ruckzuck voll gewesen. Und ja. Ja, man kann nicht anders denken. Also müssen wir dann gucken, dass wir dann Steffen die ganzen die Mods geben. Wobei wir jetzt ja eigentlich wieder gleich sind. Ich habe dir das Glas, das Mähwerk habe ich hier auch gegeben. Ja. Wenn wir jetzt halt was drin machen, müssen wir gucken, dass wir es Steffen dann auch geben. War falsch gefahren, mein Gott. Mir sieht der Map nicht aus. GPS. Der Idee, ja. Wird immer falsch gefahren. Ja, aber schon. Sau gut, ey. Leider nur irgendwo Grasballe, ne. Ey, Balle fehlt, dann wäre der Hänger wieder komplett voll. Okay. Und ist genau aufgegangen mit der Grasballe, ne. Cool, ja. Bei Aussteig finde ich weg. Haben wir da mal schnell Thumbnail. Und Leck. Und weiter geht's. Wo Endlich. willst du hin? Was suchst du? Bin der Händler nicht. Da bin ich vorhin gerannt. Was denn jetzt? Stehen doch die Fahne. Direkt auf der Hauptstraße. Auf der Linksseite. Hä? Ich ja nicht. Da bin ich schon zweimal auf Bike gefahren. Ja, aber jetzt hast du oder was? Ja. Gut. Das ist beschildert, da. So, würde ich sagen, auf zu den Schweinis. Beziehungsweise wir haben ja noch gar keine, aber
Ich sag mal, wir brauchen ja was bei den Schweine, damit wir uns überhaupt mal Schweine erst zulegen können. Wir müssen erstmal ein bisschen mit der Vorproduktion für Stroh, Gras, Silage, müssen wir alles erstmal in den Luft bringen. Weil wir, wenn die da sind, die wollen ja auch was fratzen, ne? Los. Oh, oh, oh. Hier mal überschlagen jetzt die Leichen. Ja, LS-Physik. So, jetzt müssen wir das wieder kurz auch machen, dann ich muss gucken, wo es nuff geht. Mast. Ist dann da oben. Ah, alles klar. Ach, komm da. Da kommt er. Muss ich da nuff? Nee. Ja, ich hab gemeint, ich muss da nuff, ich muss nur eins weiter und dann muss ich links hoch, für zu den Schweine. Ja, ich muss jetzt links Richtung Weg, ja. Ja gut, du musst halt. Der Hänger hast du schon oder hast du noch nicht? Nee. Okay. Ne, das ist der Händler. Noch ein zweiter, so. Mein lieber Mann. Da geht's, glaube ich, zum Maschnuff. Jawohl. Der erste Original, der normale Hänger mit noch nehmen. Jo. Geht der auf dem Hof, hier, ne? Der Hänger steht im Hof. Und zwar in der Halle steht er drin. Ah ja, das ist der Fliegel. Mal gucken, ob wir die abstellen. Die hast du da hinten hingestellt, gell, wo die Silage läuft. Was dann? Bei den Schweinen brauchst du keine Silage hier fahren, ne? Da läuft ganze Haufen. Sieh ich aber gerade. Ah, die haben hier aber nicht hingefahren. Ne, ne, da ist wie in der BGA, haben wir auch noch nichts gemacht gehabt. Stimmt, ja, ja. Arbeitsmodus aus. Abladeseite. Wählen wir aus, die stellen wir jetzt dahin. Oh, und zack. Ich finde es einfach genial. Ja. So, BGA. Genau. Denke ich. Oh, was haben wir da? Hab ich noch gar nicht, glaube ich, gesehen. Hm. Kannst du Silage und Häckselgut kannst du drin kippen. Wieso Lager? Okay. So, dann fahren wir dann mal wieder zum Hof. Schafft. Er ist halt arisch lang, der Ballover. Und stell dir vor, wie wenn du Wenderadius hast. Ja, so, wenn wir weiterfahren. Wie weit bist du? Ich bin immer noch auf dem Weg, weil ich habe erstmal mit Bulldog frei, weil ich habe mich festgepackt. Oh.
kaufe für Mental zumindest in der Leitplanke verpacke. Okay. Ja. Das passt. Ich komme, Ampel wird grün, so muss das sein. Ja. Was sind wir dann? Oh, 11,7 Tonnen. Ah, jetzt habe ich mich doch wirklich tatsächlich auf die letzten 5 Meter verfahren. Ausfahrt an der Infahrt vom Hof vorbei, weil ich gedenkt habe für die Anne Hall hinne dran. Geht's weiter vorne drin. Ja. Frage ich denn zwischen Silos so und dann. Gut, das heißt, ich fahre jetzt weiter, dreh da vorne. Ach, oder ich fahre einfach da rein. Hä? So, jetzt macht der Heiko was, was er normal nicht macht. Oh, oh, oh. Bis über die Frucht, bis über die Frucht kommen. Ich brauche Gewicht, ich kann das nicht aufheben, das ist schwer. Okay. Jetzt wäre schon wieder falsch gefahren. Und die ganze Schaufel war ausgekippt dabei, war das. Ich war abgehoben. Dann abgehoben. Okay. Ich kaufe nicht richtig hoch, Mann. Wer? Gut. Dann sind wir wieder am Hof. Der Christian hat natürlich die Ballepresse genau geparkt, wo früher der Ladewagen gestanden hat. Aber macht nichts. Ja, ja. So, dann wären wir auch wieder am Ende dieses Partes. Ah, gib schon. Klar. Ja. Dann mache ich den hier raus. Putz den noch schnell. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Über das freue ich mich auch immer ganz doll. Da ist der Christian, den spritzt mal nass. So. Yeah. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer. Let's Play auf der am Waldkater Map. Mit dabei ist der Christian. Hallo. So. Ja. Wir sammeln hier die Grasballen ein. Wir wollten erst mit den Silageballen anfangen, aber der Ladewagen erkennt die nicht.